Ja, so, hallo zusammen. Jetzt heute haben wir den, keine Ahnung, 21. ungefähr, ist egal. Auf jeden Fall heute zweite Runde pikieren. Und zwar heute Paprika. Seltsamerweise sind die Paprika in diesem Jahr nicht so schnell beim Keimen gewesen. Die Chilis waren zuerst da, aber egal, sie sehen auf jeden Fall gut aus und ich habe hier fünf verschiedene Sorten und meine Frage ist einfach nur, wie pikiert ihr die Pflänzchen, egal ob Paprika oder sonstige Pflanzen. Ich habe dazu ein wirklich tolles Equipment und das ist hier schlicht und einfach ein Espresso-Löffel und das geht wunderbar. Ich will euch das mal zeigen. Zuerst kommt natürlich mal ein tiefes Loch in die Erde. Die Erde habe ich natürlich vorher, hatte ich ja gerade gezeigt, sterilisiert. So. Und dann geht's los mit dem Stiel. Der ist so wunderbar schön gebogen hier. Ich denke, man kann es sehen. Da packe ich einfach mal mit rein, hier drunter. Ich gehe mal zur Seite. So. Und kann die wunderbar rausheben in einem herrlichen, kompakten Stück Erde. Habe ich wunderbar schöne drei Pflänzchen, die ich jetzt auch schön vereinzeln kann. Eine ist etwas mickriger geworden oder geblieben und die anderen beiden sind wunderbar. Schön durchwurzelt, herrlich, wunderbar. So. Und jetzt geht es einfach nur in die Versenkung. Zack. Und schön tief. Und den Rest Erde, der kommt auch noch mit dazu. Es soll ja nicht verschwendet werden. So. Das war's ja schon. So, das ist die Nummer 6. Zack, rein und fertig ist das. Sieht auch wunderbar aus. Ich finde, sie sind dieses Jahr sehr schön geworden. So, nochmal. Also, zack. Dann nehme ich das Pflänzchen. Die Erde kann ruhig dranbleiben, was abfällt ist auch nicht schlimm. Das Pflanzloch ist tief genug. Drückt sie etwas rein. Und zack, das war schon Resterde mit dazu. So. Das ist die Nummer 6. Ja. Meine Frage ist einfach nur, wie macht ihr das? Habt ihr spezielles Pikierbesteck oder was braucht ihr dazu? Ja, das war es eigentlich schon. Kurzes Video zum Pikieren. Pikieren zweite Runde. In diesem Fall 4, 5 verschiedene Paprikasorten. Ja, bis dahin, das war's und bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.